So, Leute, bin wieder da. Hab geschaut. Es ging eigentlich. Es war in Ordnung. Ja, war in Ordnung. Ich lasse es jetzt einfach so. Yes, level up. Wie ist die Lage? Ist es wirklich so schlimm? Es ist also wahr. Feuer, einstürzende Gebäude und plündernde Vago-Attentäter. Es hätte kaum schlimmer kommen können. Vor einiger Zeit wurde mir ein Alchemiewerkzeug der Vago-Alchemisten zugesandt. Boah, das ist ein richtig awesome. Schaut mal, er hat so kleine Füße und hier so Augen und hier so ein Verband. Augenklappe. Ich habe versucht, damit die dämonische Alchemie zu untersuchen. Es ist komplizierter, als ich dachte. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Alle Tränke der Vago ähneln sich in Zutaten und Effekt zu einem gewissen Grad. Und jetzt geht's. Was zu der Vermutung führt, dass sie alle mit derselben Methode hergestellt wurden. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie sowas sammeln. Alchemietränke und so. Das könnte bedeuten, dass die Vago-Alchemisten eine systematische Ausbildung genießen. Aber dass es eine Anleitung gibt, der sie alle folgen. Richtig, ich tippe auf Letzteres. Und daher habe ich eine Bitte an dich. Um eine wirksame Heilmedizin herstellen zu können, brauchen wir dieses Grundlagenbuch. Wir brauchen das Wissen der Dämonen über die Trankherstellung. Suche bei den Dämonen nach einem Lehrbuch der Alchemie und bring es zu mir. Die verwundeten Soldaten werden es dir danken. Findet und erledigt auch die... findet und erledigt auch denjenigen, der die Methode entwickelt hat und sie an andere weitergibt. Sehr gut, damit können wir unsere Medizin weiterentwickeln. Ich versteh's nicht. Moment mal. Nein! Sollten sie gar solche Tränke entwickeln? Es sieht so aus, als hätten die Dämonen beschlossen, Belder vollends zu verschlucken. Wenn sie sogar solch einen Trank entwickeln und verwenden, er hat ihnen die Energie verliehen, um Tag und Nacht das Dorf zu plündern. Es scheint ein Aufputschmittel zu sein, welches die Körperkraft von den Dämonen um Vielfaches steigert. Ganz sicher bin ich aber nicht. Pyroma und die Dämonenalchemisten müssen dieses besondere Getränk an die Soldaten der Dämonen verteilt haben. Wir müssen herausfinden, woraus diese Tränke bestehen und wie es wirkt. Wir sollen also welche bringen. Müssen wir also wieder rein. Diesmal sogar eine Dreiergruppe eventuell. Yay. Yay. Wo ist Balustrini hier irgendwie? Nein. Steht Balustrini etwa immer noch da oben drin? Nee, Feldlage, Gott. Weil so ein Bug, dass man auf einmal irgendwo im Himmel steht. Naja. Es ist schon schön im Himmel zu sein. Kommt drauf an, wie man es meint. Wenn man jetzt einfach nur so Besucher-like ist, dann geht es ja noch. Aber wenn man jetzt selber so gestorben ist, ist es nicht so optimal. Es sei denn, man hat einen tollen PC noch dabei. Beziehungsweise überhaupt einen PC dabei. Lol, spring nicht einfach hinter mir hoch. Und irgendwie kann ich das auch, aber im Moment nicht. Dieses. Früher wurde mir auch gesagt, ich soll das können. Nee, es wurde mir nie gesagt, dass ich können muss. Aber es ist halt gut, weil man dann so. Wenn man es richtig kann. Oder hier kann man es auch benutzen, wenn man es richtig kann. Da ist Nintendo Luke. Nintendo Luke. Keine Ahnung, wie er heißt. Ist sein Name, nicht meiner. Oh, immer ihr, die ihr alles wissen wollt. Das geht doch nicht. Yay, wir haben 4 Leute gefunden. Jetzt muss ich einfach nur noch sagen, wollt ihr starten? Wollen wir starten? Ja, wir wollen. Nö, wir wollen doch nicht. So, oder? Okay, ich mache keinen Damage mehr an dem Gegner. Suboptimal. Aha, wir haben 2, ich habe Namen vergessen. Nasod Kampfseraph und eine Yamaraja.
Da fällt auf einmal das Haus zusammen. Okay. Das ist, wie du es... How you do it. That's how you do it. From now on. Ach, ich habe mir schon was überlegt, weil ich als 200 Folgen Special mache. Es wird zwar nicht so was Spannendes sein, wie jetzt zum Beispiel, dass ich mich ausziehe vor dem Let's Play und dann nackt Let's Play. So spannend wird es nicht sein, keine Angst. Beziehungsweise so erotisch wird es nicht sein, keine Angst. Es wird was über Elsot sein, natürlich. Ich habe meinen Charakter nackt rumlaufen lassen. Nee, auch nicht. Ich gehe da nicht rüber, bevor ich... Danke. Danke. Meine Items. Ein Item geil, müsst ihr wissen. Oh ja, Items. Oh nee, mein Inventar ist voll. Das ist Sparta. Yes. Ja, ich habe einen Knall. Aber mich freut, weil ich vor ein paar Folgen schon erwähnt habe, da ich ja 100 Abonnenten habe. Mich freut, dass es so viele Leute gibt, die anscheinend gerne meine Let's Plays sehen. Wenn es auch größtenteils Elsot ist. Oder? Ja, größtenteils Elsot. Und teilweise auch meine Freunde, wie Fabian und Simon. Und so ein komischer Typ halt. Ja. Hört man das eigentlich? Ja, leise nur. Gut. So viel mache ich das hier nicht, ne? Ach, jetzt kann man auch einen Sprung einsetzen. Das habe ich früher vorher nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Habe ich immer nur im Stand eingesetzt. Wir machen aber viele Prozent Damage. Gut. Oh, ich habe keinen Mana, um hier wieder einzusetzen. Nein, oh ja. Oh nee, meine ich natürlich. Komm. Ich glaube, wir müssen dann in den Geheimdungeon ohne Balluszonen gehen, weil in Geheimdungeon werden die Level von den Gegnern so skaliert. Hat er mich jetzt runtergeworfen? Nein, Gott, er hat mich nicht runtergeworfen. Und zwar mein Level und dann halt noch das von Balluszonen. Also, die Level der Leute werden zusammen, also ein Mittelwert aus den Level der Leute wird gemacht. Also, so haben wir. Macht kann jetzt nicht machen. Sagen wir, Leute mit drei verschiedenen Leveln, dann wird ein Mittelwert daraus genommen, einfach weil. Ja. Weil Fairness. Was haben wir gekriegt? Oh. Was für ein Kochbuch des Alchemie-Kommandanten gekriegt? Den will ich! Meiner! Ah, meiner! Yes! Yes! Glaube ich, für Steuer. Dann tut mir leid. Und wenn ich übersteuert habe, gerade eben, tut mir leid, dann nächste Folge nicht mehr. Nächste Aufnahmesession dann eben. Jetzt gehen aus und wieder nach alle noch. Nee, eine nicht nach oben. Mehr. Da hat jemand einen fahren lassen. Seht ihr das? Wir müssen es wegpusten. Gut. Welches Level ist es? Jetzt ist es hohes 3. Okay. Aber ich muss persönlich sagen, ich finde es komisch, mein Elsot-Stil, weil ich mag Charakter, mit dem ich kein richtige Kombos machen kann. Kein bisschen. Weil zum Beispiel, Aishas sind irgendwie für mich ein Nope, lieber nicht spielen, weil ich kann keine Kombos mit denen richtige machen. Ohne zu spammen. Zum Beispiel mag ich dann halt solche eine Feuerfaust. Vago Alchemie-Kommandant mag ich auch sein. Yay, ich find's so geil, wenn man so wünscht und sieht. Aber ja. Lag. Jetzt zumindest. Oh nein, er kommt rein. Oh, ich kann's zeigen. Und zwar, da ist sein größtes Ich gewesen. Es macht ein bisschen Damage. Das zieht einen hin. Kann's. Und dann macht dann ein bisschen Damage. Man kann sich fallen lassen. Sollte man. Finde ich auch komisch, dass manche sich bei Boss-Attacken nicht fallen lassen. Es gibt nämlich einen, der hat ein richtig gutes, wo man sich fallen lassen sollte eigentlich. Ich gehe kurz auf Toilette. Ist zwar toll während der Let's Play-Aufnahme, aber ich habe da keine Lust, das zu machen. Hier seht ihr dann noch
Diese Pünktlichkeit. Ich glaube, ich bin gerade eben erst rausgekommen. Diese Pünktlichkeit. Manuel ist pünktlich. Yay. Erste Mal im Leben. Dann lese ich jetzt gleich die Quest vor. Oder, ja, wird erst sein jetzt hat. Und dann... Oh, wir haben ja noch gerade eben 50 erreicht, wenn man hat ein... Ah, hier. Mhm. Nehmen wir das hier. Für, 464. Kommt halt drauf an, benutze ich jetzt im dann... Ich zeige es mal schnell hier. Und dann überlege ich jetzt gleich, wie ich es benutze. Hier muss ich noch überlegen, welche sind die Himmel, weil... Das hier ist, wenn ich unter 50% ja, Lebenspunkte falle. Und das hier immer. Schauen wir erstmal. No, kein Platz in. We haven't any place in Inventar. Ich weiß, was wir jetzt machen. Und zwar hätten wir Schattenschritt dabei, könnten wir damit uns durch hier durch Schattenschritten. Sekunde, hä? War hier gerade mal das Tuni? Nee. Oder? Nee. Falscher Ort, scheiße. Nein, ich möchte ins Meer springen. Geht leider nicht. Okay. Ist mal jetzt hier hoch. Ja, ich weiß, ich hätte die Quest schon abschließen können. So, wir gehen jetzt halt hier aufs Meer. Auf das Schiff drauf. It's a Schiff. It's a Schiff. Merkt es euch. Kriegsschiff nach Hamel. Früher musste man hier. Da war man hier dann drauf. Hier, da waren hier so. War hier eine Plattform. Hier oben. Und da drüben auch nochmal so eine hohe. Und da konnte man halt nicht getroffen werden. 2 Minuten, bis man dann in Hamel war. Jetzt muss man einfach nur durchlaufen. Und jetzt sind wir hier.